Jetzt werde ich euch erklären, wie man sich für die Sternsinger Organisations-App überhaupt mal anmeldet. Wie ihr als Administrator oder Administratorin einen Standort eurer Pfarre festlegen könnt und wie ihr eine Kontaktperson definieren könnt für die Sternsinger-App. Dazu gehen wir auf die Homepage der Sternsinger-Aktion. Wir befinden uns hier auf der Sternsinger-Organisations-Homepage. Unter org.sternsingen.at kommt ihr auf die Startseite. Dort könnt ihr unter dem Button Erstanmeldung eure E-Mail-Adresse eingeben. Ihr bestätigt, dass ihr die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habt und könnt euch dann ganz einfach anmelden. Ihr bekommt dann ein E-Mail, in dem E-Mail sind alle weiteren Schritte erklärt für die Erstanmeldung. Das habe ich natürlich schon gemacht und kann hier unter Anmelden gleich meine Login-Daten eingeben, meine E-Mail-Adresse und mein Passwort und drücke hier auf Anmelden. Dann komme ich gleich zu meiner Startseite. Zunächst müssen wir jedoch unter dem Bereich Admin einige Dinge festlegen. Zunächst könnt ihr hier einen Hilfekontakt definieren. Ihr könnt hier eine Telefonnummer eintragen und eine Kontaktperson festlegen. Diese Kontaktperson ist ganz wichtig für die Sternsinger-App, weil eure Begleiterinnen und Begleiter sich über diesen Hilfekontakt melden können bei dem Organisator oder der Organisatorin. Weiters könnt ihr hier auch eine Pfarre definieren. Ihr gebt hier die Straße eurer Pfarre ein und die Hausnummer und seht dann hier auf dem Kartenabschnitt auch gleich, wo die Pfarre sich genau befindet. Auch das ist ganz wichtig dann für die Einteilung der Straßen und Gebiete. Hier könnt ihr Regeln festlegen für eure Gruppeneinteilung. Ihr könnt zum Beispiel definieren, dass eine Gruppe immer aus mindestens 4 Kindern besteht und mindestens einer Begleitperson. Im Punkt Aufräumen kannst du auch alles wieder zurücksetzen. Wenn ich hier eine Adresse eingebe und die Karte nicht automatisch auf diese Adresse springt, kann ich ganz einfach die Adresse hier manuell festlegen. Das sind die ersten Schritte, die man machen muss, um die Sternsinger-Organisations-App korrekt bedienen zu können. Jetzt gehen wir weiter zu den anderen Features der Sternsinger-App.